Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer wunderschönen neuen Folge von Let's Go Evoli. Heute bin ich mal ein bisschen mützenmäßiger unterwegs. Das liegt daran, dass ich ein wenig Ohrenschmerzen habe. Aber das hält mich natürlich nicht auf vom Aufnehmen und Pokémon Let's Go Evoli zu failen, weil das mache ich nämlich gerade. Ihr habt diesen Block ist ziemlich schwierig zu treffen, muss man sagen. Wir setzen den Wuchtstoß ein, damit sollten wir den Schalter aktiviert kriegen. Und dort drüben die Tür, die ihr links über meiner Facecam seht, sollte dann verschwinden eigentlich. Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Nice. Okay, das heißt, wir gehen jetzt also weiter. Ich finde es krass, dass Evoli dann immer anfängt. Oh, ein Mashok. Mashok ist schon ein ganz schön gutes Dude, muss man sagen. Theoretisch sollte es ja hier in der Siegestraße, wenn ich es richtig weiß, nochmal ein Mashok. Sollte es hier in der Siegestraße ja... wie machen wir das am dümmsten? Ja, wir machen das gar nicht am dümmsten. Eins müssen wir failen. Das machen wir das hier mal. Term 56 Tarnstein. Ich frage mich, was das andere gewesen war. Naja, wir müssen halt die Dinge wieder resetten und dann passt es schon. Nerihorn 43. Das sollte sich dann auf dem nächsten Level entwickeln, wenn ich es richtig weiß. Aber ich habe, glaube ich, auch einen 35er dabei oder sowas. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das viel bringt, dass ich mir das fange. Aber ich meine, hey, wir müssen ja eh noch ein paar Pokémon leveln. Deswegen denke ich, dass das okay ist. So, noch ein. Komm schon, du bleibst jetzt halt drin. Es ist halt sehr, sehr schwierig, hier die Pokémon auf diesem hohen Level, muss ich auch eigentlich schon sagen. 43 und sowas ist halt schon immens einfach nur. Zu fangen mit dem normalen Pokéball. Eigentlich sollte man da nur noch mit Superbällen, Hyperbällen, etc. arbeiten. Nice, wir haben sogar wirklich gefahren. Jetzt will ich doch aber mal ganz kurz gucken, welches Level sich denn der Rihorn entwickelt. Ach komm, ich habe jetzt das wirklich auf dem anderen. So. Ich hatte das jetzt gerade wirklich auf einem anderen Bildschirm. Rihorn. Rihorn entwickelt sich auf Level 42. Ah, okay, das ist also dann perfekt. Auf jeden Fall, warte mal, wir haben ja unser Rihorn gar nicht mehr dabei. Das heißt also, wir können das hier jetzt austauschen. Weil ich nämlich noch ein Rizeros brauche, ein gutes. Und dann können wir das hier einfach reinpacken. Für unser eh schon kaputtes Garados. Müsste ja ganz unten theoretisch sein, weil es ja nach Fang sortiert ist und nicht nach irgendwas anderem. Da unten ist es auch schon. Und damit können wir dann ziemlich zügig ein relativ gutes Rizeros dann ranbringen. Alter, was ist denn das für, was läuft denn da für Musik gerade auf meinem Ohr? Das ist ja echt schon ätzend. So, okay. Weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach dem anderen legendären Vogel namens Lavadoos. Ah, hier müssen wir kämpfen, gell? Schade. Den soll es ja hier in der Siegestraße irgendwo geben. Ich habe aber keine Ahnung. Wo müssen wir halt mal schauen, ob wir ihn finden. So, okay, nächstes Duell. So, Astrainer Naomi möchte kämpfen. Mit einem Kangama. Oh, ein Machomai wäre jetzt hier nicht das Schlechteste. Wenn ich es richtig weiß, ist Kangama Boden plus Ding. Was kann denn eigentlich meine Riechern? Steinhagel Schlagbohrer. Das sind auf jeden Fall interessante Sachen, die ich mal akzeptieren möchte. Wir packen mal unser Macho mal rein, weil es sollte ja theoretisch. Theoretisch sollte er ja. Rudern fahren? Okay. Gibt mir einen ordentlichen Bash. Das ist aber kein Problem. Machomai hält es aus und Machomai one-hit ihn jetzt hoffentlich mit einem Durchbruch. Ich hoffe, dass wir schneller sind. Oh nein, wir sind ja nicht schneller. Oh nein, Machomai, haltet durch. Ah, goddammit. Steige das die Initiative? Ja, komm, Arctos, du bist da. Ich weiß nicht, ob es die Initiative steigert. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. So, Arctos, dann zeig mal, was du kannst. Einen Eisstrahl. Oh, wir haben auch nur noch drei. Echt jetzt? Wie hoch ist denn dem seine Initiative, dass es jedes Mal angreifen kann zuerst? Ah, okay. Oder ich glaube tatsächlich, dass es die Initiative steigert bei... Oh, das ist nicht mehr effektiv. Aber es ist verwirrt. Komm, Arctos wird jetzt schon nicht sterben.
Really? Ah, das ist Kangama hier gerade ätzend, hey. Alles klar, du willst es nicht anders haben. Dude, du willst es nicht anders haben. Dann kriegst du es. Dann kriegst du es einfach. Evoli. Mach dein Ding. Aber das bedeutet, es ist halt normal, Leute. Weil ich habe ja gerade jetzt die Eisattacke eingesetzt und ihr habt selber gesehen, dass es halt überhaupt nichts gebracht hat. Jetzt fucken wir das Dude einfach mal ab. Jetzt fackeln wir das Kangama einfach mal ab. Verwirrt und Verbrennungen. Das setzt trotzdem jedes Mal Wutanfall ein. Ja, aber gegen unsere 63er Evoli macht es halt nichts. Dann macht es halt einfach mal gar nichts. So, jetzt noch einmal der gute Flackerbrand und zack. Down ist es. Anstrengendes Viech einfach nur. Das ist so die Sache, wenn man halt gegen viele... Oh, Evoli ist Level 64 inzwischen jetzt geworden. Das ist eine coole Sache, möchte ich mal behaupten. Mit der wir auf jeden Fall arbeiten können. 3000, jetzt sind wir WP 3460. Für die Leute, die Pokémon Go spielen, die wissen, dass 3000 vielleicht ein bisschen hoch ist für ein Evoli, muss man sagen. Bisaflor, nein, wir möchten nicht wechseln. Langsam haben die Gegner aber auch wirklich ein breit gefächertes Arsenal an Pokémon, gegen die wir kämpfen können. Wir nutzen nochmal den Flackerbrand und jetzt kommt natürlich die Post und Kira muss natürlich direkt mal wieder bellen. Ich bin sofort wieder da, Sekunde. So, da bin ich wieder. Ja, das ist halt immer, wenn bei uns die Post kommt. Der hat unser Hund irgendwie was dagegen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist irgendwie so. Okay. Wir könnten jetzt hier runtergehen. Wir könnten uns aber auch hier hochsneaken. Sehr schön, danke. 3 Hyperbälle und wir gehen in die obere Etage der Siegestraße. Ich weiß ehrlich gesagt... Oh, was hat Evoli hier jetzt schon wieder? Ich glaube, der spürt jetzt wieder hier den Vibe, oder? Ja, natürlich. Evoli fühlt die Spannung in der Luft. Das ist ziemlich eingeschüchtert. Das kann ich verstehen. Hier ist ja auch ein Lavados in der Nähe. Die Frage ist nur, wo war das Lavados? Okay. Wir müssen das hier einmal hier rüber schieben. Einmal nach unten schieben. Nochmal nach drüben schieben. Und nochmal nach drüben schieben. Damit öffnet sich die Tore da vorne. Die Türe natürlich da vorne. Das Tor hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da durchkommen. Ne, da kommen wir natürlich nicht durch. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Ja, das ist wohl wahr, möchte ich mal behaupten. Das ist wohl wahr. Okay, wir haben Jongleur Nino fordert dich heraus. Was kann denn der Jongleur Nino? Hypno. Psycho also. Was ist denn gegen Psycho gut? Ich habe keine Ahnung, deswegen lassen wir doch einfach mal... Wir gucken einfach, ob uns... Ja, hier, man kann ja sagen, was man will, aber die Attacken, ach nee, echt, jetzt ist es Hypnose, oh, what? Okay, das ist nur 3 Level drüber, war nicht sehr effektiv und hat ihn einfach weggekrittet. Eieieiei, X-Entwicklung plus Glut. Wir müssen unbedingt unser Glurak eine gescheite Feuerattacke beibringen. Ich überlege schon, dem das TM hier beizubringen, was wir von Pyro bekommen haben, weil... Also mit Glut kann man ja fast nicht mehr arbeiten hier. Kopfnuss mit der Hand, okay. Kopfnuss. Jawohl, es kommt ja drauf an. Das ist eine sehr, sehr lustige Sache und zwar... kann ich ja da mal ein bisschen erzählen. Ich gucke ja in letzter Zeit, ach komm, really, was ist das jetzt an? Das ist tatsächlich echt Hypnose an. Puh. Alter, wie ich solche Viecher hasse, die ganze Zeit immer nur mit irgendwelchen
Den kämpfen wir. Komm, jetzt Drachenwut. Gib ihm einfach mal eine Schelle hier mit noch. Ich gucke hier jetzt, ich weiß gar nicht, das ist der Crit gewesen, gell? Eine Serie an, wo es auch, wo der Boss eigentlich, also hier dieses NCIS heißt das Ganze, und das da gibt der Boss den Angestellten auch immer die Kopfnuss. Und das für mich ist eine Kopfnuss immer gewesen. Tisch, Kopf gegen Kopf. Und Kopfnuss ist bei denen irgendwie hier nur so eine Schelle hinter die Ohren oder sowas. Was ich ein bisschen komisch finde. Alter, das ist einfach übel insane. Mein Glurak ist einfach komplett weggepennt. Traumfresse. Oh mein Gott, das ist halt übel effektiv wahrscheinlich, oder? Und es heilt sich dafür auch noch. Boah, das sind das nervige Viecher hier. Glurak, du bist ein Lappen, Junge. Sind das einfach nervige Viecher gerade, ey. Aber dass das Hypnos so hart gekrittet hat, das finde ich einfach absolut insane. Ich weiß, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt effektiv gegen Psycho gewesen wäre, jetzt so mal auf die Schnelle. Ich kann das Ganze ja mal ganz kurz nachgucken. Auf jeden Fall ist das Hypno jetzt erstmal weg. Alarmus ein. Hier, da. Effektiv gegen Psycho wäre Käfer, Geist und Unlicht. Oh, tatsächlich wäre Unlicht gut gewesen. Hätten wir ja sogar da gehabt. Mit Evoli jetzt. Wir hätten auch eine Käferattacke einsetzen können bei unserem Rihorn, aber unser Rihorn ist ja nicht mehr zum Angreifen gekommen. Unser Rihorn wurde ja einfach direkt gepunished. Einfach zersplittert. In 1000 kleinen Teilchen wurde es einfach zerlegt. Surfer, ist okay. Dadurch, dass wir ein normales Pokémon sind, juckt es uns halt. Oh lol, das macht schon actually ganz schön gut. Ah, okay, war ein Volltreffer. Ich wollte gerade schon sagen, es macht actually ziemlich gut Damage, aber. Ich muss sagen, mir gefällt es gerade gar nicht so gut. Also die Gegner, die ich kämpfe, die sind irgendwie immer effektiver gegen meine Viecher. Und das, obwohl die meisten Dudes in meinem Team irgendwie nur so 5 oder 6 Level drunter sind oder so. Aber das, Quatsch, 5 oder 6, oh, really, Rihorn. So 3 oder 4 Level drunter sind, aber es ist vollkommen ausreichend, um unsere Dudes komplett wegzubursten einfach. Ach komm, nochmal ein, oh danke. Das trifft sich gut. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Okay, hier brauchen wir nochmal irgendwas. Oh, Solarstrahlen. Nice. Okay. Solarstrahl ist halt echt cool. Wir müssen aber jetzt nicht irgendwie hier komplett einen Stein von A nach B schieben, oder? Hier müsste es irgendwo ein Loch in der Decke geben. Ach komm. Nein, der hat sich gerade in der Sekunde umgedreht. Naja. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwann mal die ganzen Träne hier ausschalten. Irgendwie muss das ja auch mal sein. Setzt Rasaf ein. Kampf-Pokémon. Effektiv gegen normal. Nicht so cool, dass wir Evoli am Start haben. Besonders nicht so ganz High-Level-Evoli. Ich versuch's mal mit Feuer. Feuer ist eigentlich immer gut. Macht auch sehr, sehr viel Schaden. Verbrennt ihn noch zusätzlich. Und Kehrtwende. Okay, seltsamer Angriff, aber in Ordnung. Tauros, gegen Tauros setze ich den Blubsauger ein, einfach damit wir uns heilen können. Das ist so, mein Evoli soll hier erstmal überleben und es macht trotzdem immens viel Schaden. Das heißt also, ich sollte hier jetzt Full Life wieder gehen oder fast Full Life, so wie es aussieht. Tauros setzt, was war das jetzt, Risikotackle? Ja, es muss Risikotackle gewesen sein. Gut, und dann kommt noch eine Knisterladung hinterher. Dass es Taurus einen Abgang macht. Nice, Taurus ist damit platt. Dann kommt jetzt noch sein Rasaf an den Start. Nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Und Rasaf brennt ja und zusätzlich können wir es dann jetzt. Ach komm, wir sind mal so nett und löschen das Rasaf hier mit unserem Glubsauger, einfach weil wir uns zusätzlich dann auch noch healen können. Und die Initiative von unserem Evoli ist halt einfach so insane, dass es halt eigentlich alles direkt wegpacken sollte. Hat schon wieder ein Volltreffer gelandet, weil es gelobt werden will. Feines Evoli. Damit haben wir Rasaf besiegt. Und den komischen Dompteur auch. Wie viel Geld kriegen wir?
2800. Warum kriegen wir hier normale Pokebälle? Wir haben die letzten Richtungen haben wir immer irgendwie. Top-Genesung ist schön. Haben wir irgendwie immer Hyperbälle, Superbälle oder sonst was gekriegt? Hier Pokebälle. Ach komm, echt jetzt? Da hinten ist nur ein Pokéball, da möchte ich jetzt nicht hingehen. Auch wenn da wahrscheinlich ein krasses TM drin ist, das man nutzen kann. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Hier ist der Stein. Ach, hier ist schon wieder jemand zum Kämpfen. Das ist dein Ernst. Können wir nicht runterschieben. Ah, und Macholo läuft hier rum. Dann müssen wir wohl nach oben. Officer Rocky ist hier. Okay. Wahrscheinlich ist der Stein triggert dann das Tor, was wir gerade eben da unten gesehen haben. Hier sind halt echt überall Trainer. Gut, gegen den müssen wir nicht kämpfen. Oh wow, das habe ich jetzt nicht gesehen. Gegen den müssen wir nicht kämpfen, denn da ist nur ein Pokéball dahinter. Das heißt also, der nächste Trainer, gegen den ich kämpfen werde, ist nicht das Macholo, ist hier diese Officer Rocky. Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin? So, das wär's dann. Leg dir ins Zeug. Okay. Das heißt also, sie hat jetzt gerade uns... Oh, Blizzard. Nice. Jetzt, Leute, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen kurz mal in den Beutel reingucken. Und zwar in die TM-Box. Und müssen jetzt halt einfach mal ein bisschen Sachen machen. Siedewasser. Können wir überhaupt nicht erlernen. Erholung, Teleport, Gedankengut, Toxin, Kreuzschere, Traumfresser, Schlagbohrer, Matchbomb, Solarstadt, Blizzard. Auf unser Arktos. Blizzard soll erlernt werden, jop. Und zwar anstatt, es ist eigentlich vollkommen irrelevant, was wir wegpacken. Das ist alles scheiße tatsächlich. 1, 2 und schwupp. Arktos hat Spiegelcape vergessen und Blizzard erlernt. Blizzard, die ganzen TMs kann man ja öfters einsetzen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil Rion kann einfach Feuersturm lernen. Okay. Gut. Feuersturm bringen wir dann jetzt auch mal unserem Glurak bei, anstatt Flügelschlag. Nee, anstatt Glut einfach, oder? Nee, komm, anstatt Flügelschlag. Das ist halt jetzt die Frage, weil Flügelschlag ist halt actually gar nicht so schlecht. Macht 60-100 und Glut macht halt nur 40-100. Ne, wir packen Flügelschlag weg. Ich will ein reines Feuerglurak eigentlich haben. So, erlernt. Nice. Okay, und dann zurück. Gut, die meisten Trainer hier haben ja unterschiedliche Pokémon. Ich muss mir auch ganz kurz mein Team umstellen, einfach, weil ich nicht möchte, dass Rion eigentlich an erster Stelle ist. Sondern einfach mal, das machen wir mal. Das sollte passen. So ein Kampf-Pokémon ist immer sehr, sehr stark. Was können wir denn jetzt mit dem Stein hier machen? Mit dem hier wahrscheinlich gar nichts, oder sehe ich das richtig? Oh, really, Kleinstein. Mit dem Stein können wir jetzt erstmal nichts machen. Das heißt also, wir gehen, oder müssen wir den echt komplett einmal durch die Gegend schieben? Ich meine, wir könnten ihn theoretisch komplett hier mit nach unten nehmen. Oh, warte mal, hier war ja gar nichts. Na gut, okay, dann bleibt uns nur noch ein Weg übrig. Komm! Ah, fuck. Man versucht es doch immer wieder und es funktioniert einfach nie. Okay, hey, Pokémon-Kampf, yay. Man wird hier mehr oder weniger eigentlich... Ich finde es... Eigentlich ist es offiziell gut, dass man hier so viele Trainer hat. Weil man wird dazu geforced... Dragonier, schön. Man wird dazu eigentlich gezwungen, hier mehr oder weniger, dass wir unsere Pokémon trainieren. Weil ihr seht selbst, meine Pokémon sind Level 49. Das ist ganz knapp nur über dem, was die gegnerischen Pokémon sagen. Schöne Attacke. Macht nur nicht so viel Damage. Und ja, wir brauchen halt eigentlich die Level, weil die Top 4, die sind nicht so einfach zu schlagen, muss man sagen. Da muss man zwar auch auf Effektivitäten achten und alles Mögliche, aber man sollte auch nicht das Level immer so unterschätzen.
Knuddeluff kommt an den Start und Knuddeluff ist ja eigentlich so das perfekte Pokémon für uns zum Bashen, weil es ist normal und gegen normal, und Kampf ist ja gegen normal sehr effektiv. Das heißt so, Katsching. Oh, what? Ah, nein, es ist ja Fee, gell? Zauberschein. Das war sehr effektiv. Kraftkoloss. Nice. Und damit ist es tot. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Und Machomai erreicht Level 50. Gut. Bester des Pokémon-Teams erhält auch die Erfahrung. Arctis erreicht Level 51. Und Nocturne. Das ist auch Kampf. Haben wir noch irgendwas Gutes, was gegen Kampf effektiv ist? Ich möchte eigentlich nicht, dass mein Machomai jetzt hier stirbt oder sowas direkt. Flug ist gegen Machomai gut. Dumm nur, dass wir nicht direkt eine Flugattacke hier drin haben. Ah, ich habe mein Glurak hat eine Flugattacke gehabt und die habe ich verlernt. God damn it. Da setzen wir ja trotzdem Arctus ein. Arctus sollte es irgendwie schaffen. Wenn wir Blizzard oder sowas dem ins Gesicht casten, sollte das eigentlich ganz gut sein. Blizzard ist einfach so eine immens starke Attacke. Und sieht auch noch hammermäßig gut aus. Auch Feuerschlag? Nicht so cool. Ja gut, wir gehen doch mal lieber auf einen Eisstrahl hier. Donnerschlag. Ah, es hat die ganzen Schläge halt mit am Start, die halt jeweils für uns sehr, sehr effektiv sind. Gerade Donner und Feuerschlag sind halt beide gegen Flug-Pokémon halt nicht so dumm. Das ist halt nicht so optimal gewesen. Trotzdem easygoing besiegt. Arctos erhält hier ein bisschen XP. Unser Team erhält XP und wir haben sie besiegt. Bist wirklich stark, gewinnst 4800 und Hyperbälle. Na also, es geht doch, Leute. Es geht doch. Nicht immer nur irgendwelche blöden Pokebälle oder sowas. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Wenn wir uns heilen müssen, müssen wir uns merken, dass dort die Officer-Tante steht. Oh, Rehorn. Jetzt ist halt hier noch die Tür zu und das ist shitty. Wie kommen wir denn da ran? Müssen wir eine andere Leiter nehmen? Ich glaube tatsächlich... Was? So eine große... Oh, okay. Das hat echt eine... Wisst ihr was? Wir machen jetzt was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Und zwar setzen wir einen Schutz ein. Ich meine, ich bin hier jetzt momentan nicht dran interessiert, irgendwie irgendwelche Pokémon hält die kurze wilde Pokémon vom Anwender fern, bewirkt so, das könnte man... Okay. Es ist ja so, dass, dass wir ja momentan kein Pokémon... Oh, warte mal, hier ist einfach ein Durchgang. Really? Hier ist einfach ein Durchgang? Oh mein Gott, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Hätte ich das vorher schon gesehen, wäre es viel, viel logischer gewesen, warum wir hier rumgegangen wären. Okay, Batsch, Batsch. Müssen wir jetzt halt hier fleißig einfach hinklopfen. Dann. In diese Richtung kannst du es nicht schieben. Nach unten. Na. Nach unten. Nochmal nach unten. Und damit sollte sich ja jetzt die Tür. Wow, danke. Damit sollte sich ja jetzt diese Türe öffnen, die wir hier unten haben. Und uns den Weg. Den Weg nach hier unten frei machen. Gott sei Dank haben wir das Schutz aktiv, weil sonst wären hier wahrscheinlich 1 Million Pokémon, die uns in uns reinrennen. Schutz wirkt nicht mehr. Erneut entsetzen. Ja, bitte. Muss aber auch wirklich sagen, dass es, dass sie das mit dem Schutz halt echt angenehm... Warte mal, wir müssen hier hoch. Dass sie das mit dem Schutz echt angenehm gemacht haben. Einfach aus dem... oder was heißt mit dem Schutz? Eigentlich ist es insgesamt, finde ich, angenehmer durch die Pokémon... Oh, what? Durch die Pokémon-Welt zu rennen. 5 goldene Nanabären. Sehr nice. Nehme ich gerne mit. Als ob über diese Reichweite. Oh Mann. Okay. Nee, eigentlich habe ich halt gedacht, dass sie uns nicht triggern, dass wir sie nicht triggern werden, aber das war wohl ein Fehler. Nichtsdestotrotz ist halt Schutz in diesem Spiel, habe ich erst gedacht, so ein bisschen, ne, es ist eigentlich nicht relevant oder so, aber an sich ist es halt schon eine ganz coole Sache, weil
Ihr seht das gerade auch im Late-Game jetzt hier in solchen Höhlen, wo alles ein bisschen enger ist und so halt. Viele Pokémon auftauchen, diese vielen Pokémon machen uns halt auch Probleme, muss man sagen, weil wir encountern die ganze Zeit und dann müssen wir immer zurück und nochmal zurückdrücken und das und jenes und das ist alles so ein bisschen uncool. Und damit haben wir halt doch den Vorteil, Feuersturm erstmal einsetzen gegen den Eis-Pokémon. Oh, was hat verfehlt? Oh nein, Psychokinese. Psychokinese ist einfach so eine starke Attacke inzwischen. Oder was heißt es inzwischen? Das war es ja früher eigentlich schon. Okay. Damit ist das erste Pokémon erstmal platt. Next one, please. Arcani. Ja, wir möchten unsere Pokémon wechseln. Und zwar zu Evoli. Weil ich kein anderes Wasser-Pokémon gerade mit am Start habe. Wir könnten eigentlich Evoli auch mal rausnehmen aus dem Team und unsere anderen Pokémon leveln. Gerade sowas in Richtung hier. Was gibt's denn hier? Mein Gyarados zum Beispiel ist super, super gut hier gegen Arcani. Oder ich wollte ja eigentlich auch noch ein anderes Wasser-Pokémon mit reinbringen mal. So ein Turtok könnte man hier natürlich auch mit reinpacken. Ah, der Arcani ist nicht mal direkt gestorben. Flammenblitz ist eine sehr, sehr coole Attacke, die ich auch sehr gerne erlernen würde mit einem meiner Feuer-Pokémon. Aber ich glaube, das ist ein TM. Und ich habe das TM noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir es jetzt hier irgendwo in der Ecke von der Höhle rumliegen. Sehr gut, Evoli. Arcani ist platt. Und das nächste Pokémon, das hier kommt, ist... Jetzt habt ihr es erreicht, Level 51. Sehr schön. Golbat. Gift. Nö, wir kämpfen einfach mal hier kurz weiter. Ach, Kadabra hätte ich auch in mein Team reinpacken sollen. Knistola, ist es Flug noch dazu? Ja. Es ist noch Flug dazu. Und wenn ich es richtig weiß, wäre nämlich Luftschnitt. Weicht der Attacke aus. Dankeschön, Evoli, sehr nett von dir. Wenn ich es nämlich richtig weiß, wäre Golbat rein Gift oder ist Gift effektiv gegen, oder besser gesagt, ist Elektro effektiv gegen Gift. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Jetzt muss ich mir mal nebenher hier kurz meinen Kaffee rumdrehen. Entschuldige kurz für die Klimperei hier. Weil mein Mund ist ein wenig trocken. Das heißt also, ich muss hier ein bisschen mal Kaffee nachfeuchten. Ah, schöne Überbälle. Ah, lecker Kaffee. Nam, nam, nam. So, liebe Leute, das war's aber für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.